Was geht ab, meine Aussie-Fighter-Sarion? Freunde, ich habe letzte Nacht vorm Schlafen gehen, habe ich noch den Int Ginyu, den Free-to-Play, logischerweise Extreme Z awaked und dachte mir, okay, ich habe alle Ginyu-Force-Mitglieder Free-to-Play Extreme Z awaked. Ich warte mich mal nochmal an das Extreme Z Battle, weil zuvor, vor ihrem EZA, als das Extreme Super Battle Road, ich habe gerade Extreme Z Battle gesagt, sorry, ich meinte Extreme Super Battle Road natürlich, als das online kam. Was? Wisst ihr, wie schwierig das war? Never ever. Also, na klar hat man es geschafft mit dem Free-to-Play Ginyuforce Team vor ihrem IC, aber es war so schwierig, es war so grausam. Deswegen habt ihr auch schon gesehen, ich habe mich total gerüstet, Items mitgenommen, Support-Item mitgenommen und dachte mir, okay, ich gehe da jetzt mal wieder ran, mit bisschen Ehrfurcht. Was ich danach gesehen habe, ich konnte es nicht glauben bei Nacht vorm Schlafen gehen. Ey, ich habe das Ding so mit einem Auge gezockt und dachte mir so, Junge, was? Ich habe das einfach ohne Items geschafft. Und was ich euch damit sagen will ist, Freunde, die haben der Ginyuforce ein EZA gegeben. Danach, das sind richtige Bestien geworden. Einfach Bodybuilder auf dem Weg zu Mr. Olympia. So sind die drauf. Richtig Jojo-like, Pillarman. So müsst ihr euch die vorstellen. Leute, like, real talk, ich übertreibe gerade nicht. Leute, ich habe ja schon gesagt gehabt, ich fand's schade, dass der Tech-Allergy-Nu kein EZ bekommen hat, weil man dadurch einen besseren Leader-Skelett, der für Ginyuforce, gerade für das Extreme Super Battle Road, brauchen die nicht. Ohne Spaß brauchen die nicht. Ihr glaubt mir nicht, schaut euch diesen Run an, ey, ich begrüße euch recht herzlich zum Video, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und falls ihr auch noch auf JP habt, im Prinzip das Extreme Super Battle Road Ginyuforce noch nicht geschafft habt, Leute, worauf wartet ihr? Tut sie einfach Extreme Z Awaken, alle. Alle sind bei mir SL15 Extreme Z Awaken, vor allem in Ginyu. Leute, nicht mal mein Support Memory hat sich aktiviert in dem ganzen Run. Das heißt, ich bin nicht mal unter wie viel 50% gefallen oder so, über den ganzen Run. Ich war wirklich schockiert, ohne Spaß, was sie aus dem... Das ist aber das Geile. Das ist wirklich das Geile an Dokkan, was einfach so ein EZA, welches Free-to-Play ist, einfach ausmacht. Also Props diesbezüglich, wirklich ohne Spaß. Ich war einfach nur überwältigt davon. Richtig stark hier, was ich hier gesehen habe von dem EZA der Ginyuforce-Charaktere. Rikum auch brutal. Leute, okay. So war ich hier sitze und das gerade aufnehme, so war ich gestern Nacht im Bett lag und diesen Run gemacht habe. Glaubt ihr, ich habe gewusst, was die Charaktere ganz genau drauf haben? Nein. Ich bin einfach rein, fertig. Ich habe es Extreme Select, SA15, einfach rein. Ich dachte mir, ich wollte es probieren, ich wollte gucken, was den Unterschied das macht. Auf einmal sehe ich, ohne zu wissen, was ganz genau die drauf haben, hauen die einfach alles zur Seite. Also, ich hatte lang nicht mehr so eine Satisfaction mit Dokkan, ohne Spaß. Es ist nämlich wirklich auf einem anderen Niveau. Ah, okay, wo soll ich trotz dessen anfangen? SA15, bleiben wir mal SA15. Wie kann man sie Free-to-Play auf SA15 bringen? Oder ich fange mal ganz von Anfang an. Leute, diejenigen, die auf JP, die noch das machen müssen, das Extreme Super Battle Road, wie gesagt, worauf wartet ihr, tut sie Extreme, so ihr macht es. Auf Global kommt diese Stage auch noch früher oder später, Freunde. Die Extreme Super Battle Road Ginyuforce. Deswegen macht es definitiv, weil die sehr Ginyuforce Charaktere werden euch eine brutale Hilfe sein. Ihr schafft das so easy peasy mit denen. Das war das Erste. Das Zweite, SL15. Kann man sie Free-to-Play auf SL15 bringen? Ja. Ihr könnt ja, also, ich beende erstmal den Satz. Ihr könnt ja die Free-to-Play Ginyuforce Charaktere unter der Woche aus ihren Stages farmen. Dort droppen sie ja. Okay. Mit der Aufnahme ist, glaube ich, hoffentlich alles gut. Ist gerade so angefühlt, als würde es buggen oder so. Naja, ich warte mal kurz einen Moment. Steht auch dran. Ah, die Technik, please. Lass mich das Video machen und schlafen gehen. Bitte. Okay, ich hoffe, es ist nicht laggy oder so. Hey, ich hoffe, ich trip gerade nicht. Ich hatte einen langen Tag, Freunde. Ich muss wieder früh raus, deswegen. Concentration für die paar Minuten. SA15, ja, ihr könnt sie ja logischerweise im Prinzip aus ihren Stages weitere farmen. Ihr könnt dann, bleiben wir mal bei Rikum, ihr wollt Rikum von SA10 auf 15 Free-to-Play bringen. Da müsst ihr Rikum aus seiner Stage Free-to-Play farmen. Ihr müsst dann 5 Stück euch holen, als Trainingspartner benutzen. Dann habt ihr einen Rikum zusätzlich auf SA5. So.
Theoretisch müsstet ihr diesen Rikum Dokkan Awaken und den SA5 Rikum dann als Trainingspartner benutzen für den Extreme Z Awakening SA10 Rikum, um ihn von 10 auf 15 zu bringen. Problem ist aber, die Medaillen könnt ihr nicht farmen. Die Medaillen gab es so gesehen einmalig aus Missionen. Jedoch werden die Genie Force Medaillen mal ab und an, das ist bei jedem anders, im Barbershop angeboten. Weil jeder hat ja so persönliche Barbershop-Angebote, dass auf der ersten Seite, die wechseln sich, sagt ihr es mir, jede halbe Stunde, jede Stunde, da müsst ihr ein Auge drauf werfen. Manchmal werden diese Genie Force Medaillen dort angeboten. Das heißt, wenn ihr sie komplett Free-to-Play auf SL15 bringen wollt, wäre das das Ding to go. Ich sag einfach, F off. Gib den einfach Kais, like Sleeping Kais, Elder Kais, Grand Kais, F off. Einfach rein damit und gut ist so. Dann habt ihr die auf SL15 und ihr schafft das Ding easy peasy. So. Abschließend, wenn ihr überhaupt nicht wisst, wie ihr Genie Force farmt, Freunde, ich habe dazu einen Guide gemacht vor Jahren, ist immer noch dasselbe. Immer noch das, also wie ihr komplett das Genie Force Team erfarmt. Free to play von 0 auf 100. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr sie skillt, gab es ebenso ein Video von mir vor Jahren, Freunde. Wie dupt man Charaktere? Crit, Dodge, also Crit, Edition Attack oder Dodge. Da seid ihr auf jeden Fall gedeckt. Was ich gerade nebenbei nachgucke ist, weil, wie gesagt, ich bin ehrlich zu euch, also, ich habe keine Ahnung, was sie drauf haben individuell. Ich schaue jetzt wieder nach. Klar, als ich das Newsvideo rausgehauen habe und die Infos vor Augen hatte, dann habe ich ja gelesen, was sie drauf haben. So ein Fort, mir ist einfach im Kopf geblieben, okay, Ginyu haben die asozial stark gemacht. Ich habe alles auf Ginyu gesetzt, aber alle Charaktere sind einfach todesgut. Ich tu mal ein bisschen nach und nach einfach erzählen, was sie so drauf haben, die Genie Force Charaktere, weil das sind auch wirklich an sich krass starke Free-to-Play-Charaktere. Also ihr könnt sie auch außerhalb von einem Genie Force Team spielen, in den Teams, in denen sie logischerweise vertreten sind. Okay, ja, der Tag-Eller Genie, der ist halt einfach noch Supporter so. Eine Extreme Class Attack in F 30% war es und wenn es Genie Force Charaktere gibt, oder Genie Force Charaktere gibt, dann noch einen Support-Aspekt. Attack F 20% zusätzlich, dann sind das 50% für Genie Force Charaktere so gesehen. Den physischen habe ich nicht mitgenommen aus dem Battlefield. Mit denen hat man die ersten Super Battles auf jeden Fall geschafft. Danach einfach Trash, so sag ich mal. Also den könnt ihr komplett vergessen, den physischen. Den LR Genie. Ich hoffe aber, der bekommt trotzdem irgendwann in die Serie. Fangen wir mal mit Bartha an. Was geht bei Bartha? By the way, ihr seht ja, das ist eine Nach-Commentary. Ich habe das schon aufgenommen gehabt, so. Prost für all diejenigen, Leute, Tee annehmen. Okay, Bartha, was hat er drauf? Wichtig ist halt so, logischerweise, was Pass und Acid drauf hat. Leader Skill gibt da Dragon Ball Seekers Key 3 77% auf alles oder Argel Key 3 50%. Mit der Super Deck tut er Verteidigung erhöhen. Das heißt, mit jeder Super Deck stackt er die Verteidigung. Gar nicht mal so schlecht. Erhöht seinen Angriff für eine Runde, macht zu viel Damage. Bartha hat auch den Angriff und auch die Verteidigung immer 100%, bekommt pro Keyset, den er einsammelt, weitere Attack mit 20%. Er hat eine High Chance, gegnerische Angriffe zu dodgen als erster Angreifer. Das heißt aber erst, wenn er angreift, ganz links, dann. Also würde jetzt zum Beispiel ganz links Bartha sein, der würde die Angriffe links mit einer High Chance nicht dodgen, weil er muss erst angreifen. Beziehungsweise halt. Nein. Warte. Ah doch. Hier auf Dokkan Battle Wiki steht dran, 50% Dodge Chance aktiviert sich, nachdem man angegriffen hat. Ja okay, ja doch, das stimmt doch. Ich hab's mit was anderes verwechselt. Sorry, ich hatte echt einen krass langen Tag, Alter. Und ich muss morgen früh wieder raus, ey. Ich hab das mit Ding verwechselt. Mit zum Beispiel Transforming Margin Vegeta mit dem Guard. Ob sich sein Guard aktiviert auch mit seinem erst bei seinem Angriff oder auch wenn man einfach die Orbs einsammelt. Antwort ist, es reicht, wenn man bei ihm die Orbs einsammelt. Ich habe das gerade verwechselt gehabt, aber alles gut. Also erst wenn Bartha angreift, dann die Angriffe danach als erster Angreifer, kann er dodgen mit 50%. Er hat eine Medium Chance, Additional Attack, eine Additional Super Attack zu starten als zweiter oder dritter Angreifer in der Runde. Okay. Und er hat an sich eine 20% Dodge Chance, wenn es einen weiteren Genie Force Katrui Charakter innerhalb der Runde gibt, in dem angegriffen wird. Krass, Alter. Echt nach dem Ise so gut. Was hat Guldo nach dem Ise drauf? Und zwar, ich schau auf Dragon Ball Wiki alles da, Freunde, by the way, so. Ich habe einige Pässe und so im Kopf, aber nicht alles, logischerweise, ne. Also ich bin auch irgendwo ein Mensch und ich guck einfach nach, Leute. Falls ihr wissen wollt, was hat der Charakter drauf, Dragon Ball Wiki. Oder gebt einfach auf Google ein, zum Beispiel, keine Ahnung, ihr wollt wissen, was hat LR Bardock drauf, gebt einfach ein Dokkan Battle Bardock und dann kommt das schon. Jedenfalls, Guldo, Planet Namek Saga Key 3, 77% auf alles.
oder Tech Key 3 50%. Guldu, ganz wichtig, stellt ihn dorthin, wo er Angriffe nach seiner eigenen Super-Attack bekommt, denn er erhöht seine Verteidigung um 50% für eine Runde mit der Super-Attack. Er macht das Supreme Damage und hat eine High Chance, den Gegner zu stunnen. Passive auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 80%, bekommt zusätzlich weitere Attack in der 40%, wenn die Key, was steht hier dran? 12 oder drüber ist, oder was? Oder was steht hier? Ist so abgejagt einfach, keiner weiß. Wieso ist es abgejagt? Naja, was soll's. Und den Angriff von Gegner, dessen Angriff und Verteidigung senkt er um 20% für 2 Runden und zielt. Wow, und zielt ihn durch die Passive für eine Runde. Bekommt 40 weitere Attacken auf 10% pro Giniforce Katrui-Mitglied im Team. Okay. Mit den Voice Drops. Ginyu, Leute. Ginyu, wisst ihr, der ist gestört. Leute, ich bin gleich fertig mit dem Video. Ginyu erhöht Angriff, kann sich second, Verteidigung für eine Runde, macht Supreme Damage, zieht den Gegner. Special Post Key 3 77% oder in Key 3 50%. Auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 170%, bekommt Key 3. Oder hat, ja, bekommt Key 3 weitere Attacken auf 100%. Wenn er gegen einen Gegner kämpft, bekommt 50% und Damage Reduction von 50%, wenn er gegen zwei oder mehr Gegner kämpft und bekommt weitere 50% auf den Angriff und tut Guard des Gegners dieselben, wenn es weiteren Giniforce Charakter im Team gibt. Wird einfach schon durch und ich habe hier nicht mal alles erzählt, so. Geese gibt Space Traveling Warrior Key 3, 77% auf alles oder Strength Key 3, HP Attack 50%, erhöht Verteidigung für eine Runde, macht Supreme Damage, erhöht Angriff und Verteidigung um 20% von Verbündeten für eine Runde. Hat Attack Nerf 90%, bekommt zusätzlich weitere Attack Nerf 20% mit jedem Angriff, den er macht. Gibt Extreme Class Key 3 Attack 30%, sieht gegnerische Super-Attacks hervor. Gibt Giniforce Katrui Verbündeten 40% auf die Verteidigung, wenn es einen weiteren Giniforce Charakter in der Runde gibt. Und Rikum als letztes hier an der Stelle, Freunde. Was hat der Stack getroffen? Ihr seht es auch schon, Hashtag 1 Singles haben. Gibt Terrifying Conquest Key 3 77% oder Physisch Key 3 50%. Tut Greatly Angriff für eine Runde erhöhen, macht Supreme Damage, tut Greatly Verteidigungsgegner senken. Attack Nerf 120% hat der. Durch die Passive bekommt Attack Nerf 30% mit jedem Angriff, den er bekommt, bis zu 120%. Und er hat eine High Chance, Guard gegen gegnerische Angriffe zu aktivieren, wenn es einen weiteren Geniforce Kategorie Charakter in der Runde gibt. Außerhalb von ihm selbst. Freunde, ja, am Ende einfach noch alles runtergerattert tatsächlich. Ich wollte auf jeden Fall, ich musste auf den Upload, auf den Easy Upload, sag ich mal, zurückgreifen. Da bin ich ehrlich zu euch. Gerade ein bisschen viel um die Ohren. Ich hoffe, euch geht's aber soweit gut. Aber ich meine, ey. Wirklich Empfehlung. Falls es bei euch noch nicht ankam, tut bitte diese Giniforce-Charaktere Free-to-Play Extreme Sea Awakens. Sie werden nützlich sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done. Next time you ain't won't be around.